Sag mal, nur mal so, ne? Da steht doch jetzt die Tryhard rum, ne? Ist die gerade geankert oder? Ja, das ist ein zweites Schiff von denen. Ach, das ist ein. Ja, Mensch. Jetzt hab ich's Was? auch geblickt, Alter. Ach so, da kommt Mache jetzt ich überhaupt erstmal. Schaden mit dem Mörser? Du machst richtig Schaden. Das hat jetzt gehämmert. Das gab ungefähr so 10.000 Einschlag. Der fährt auch sofort weg. Boom! Junge. Warte mal. Hinten würde ich sagen, hast du einen Abbruch gefeiert. Doch, da an der Gans steht gar keiner mehr. Der Ich schießt kann jetzt es erstmal nicht ohne weiter, Alter. sehen. Ich schwör's dir, Alter. Er hat da so reingehämmert. Jetzt hast du es geschafft, Flo. Damit hast du ihn. Oh, hier vorne ist einer angelandet. Braucht Backup. Tiger. Ich habe noch eine Er ist Minute mit Tiger hier. Spawn-Time. Atlas Rogues ist hier. Hey. Atlas Rogues, guck zu. Wir haben da vorhin geschrieben, irgendwie in B2 ist Party oder so. Naja. Ich muss ihn jetzt zu meinen unseren Tigern hinbringen, ne? Ich schaffe ihn nicht. Der ist zu krass. Er legt uns. Ich glaube, er kann auch alle Tiger umlegen. Weiß nicht, Flo. Ich muss all in Naja, gehen wenn die jetzt. alle auf passiv gestellt sind, auf neutral, dann werden sie nicht Nein, ich machen, greife ne? doch gleich an. Das war alles cool, gleich. Jetzt hat er das wirklich. Er hat wirklich. Wie gut kann der denn schießen? Der hat den kompletten Mörser weggeballert. Der hat oben ganz genau getroffen. Jetzt ist abgehauen. Alle Tiger auf ihn. Alle. Junge. Und dann noch die Dings oben drauf. Versuch einfach sein Tier zu töten. Das Ja, wird ihn ich richtig versuche gerade abfacken. ihn. Und Atlas Rogues guckt zu der Wichser, ne? Der wird sie wahrscheinlich dann versenken, wenn die mit uns fertig sind. Ah, jetzt macht er hier Schaden drauf. Okay. Kann nichts machen, alle sind hinterher, hinter den Scheiß-Dings. Flo, Ja, mit sag so mir, wie ich einigen. das Schiff bediene, dann kann ich ihn. Lass das Schiff da drinnen. Jetzt schießt er auf die Achso, Tiere. der Macht er schießt auf Damage auf die dich. Tiere? Macht er Damage auf die Tiere? Das weiß ich nicht. Ja, macht er. Hatte ja keine andere Wahl, Flo. Musste mich entscheiden. All in, alle gegen ihn oder nicht. So, ich hau mich die Tieren wieder ab. Eine Möglichkeit, wie ich ihn jetzt auch richtig, wenn ich oben auf seinem scheiß Segel landen würde. Wir schwimmen gerade noch mal ran bei ihm. So, ich bin oben drauf. Jetzt mache ich hier von hier oben. Hier können deine Drehbassen hoffentlich nicht hinschießen. Hier hinten haben wir nämlich noch unsere, sag mal schnell, bei den Tieren habe ich Dings noch oben drauf. Die. Das ist ja alle. Guck mal aufs Schiff, Junge. Ganz. Alter, hast du mich gerade genadet? Ja, kann sein. Ich schmeiß da unten halt. Ich schmeiß da unten einfach Nades drauf. Drei Ja, war das, Minuten das weiß ich Spawn-Time, nicht. Alter. Quatsch. Ja, Junge, ich gebe ihn Headshot, der juckt ihn einfach nicht. Bist du das da im Schiff, Cobra? Nee. Ich bin gerade auf der Tryhard gespawnt. Ich gehe jetzt mal bei den anderen rein aufs Schiff. The White Pearl. Werde ich mal kurz gucken, ob die Leiter unten ist. Quatsch, im Fluchhalle hat er ein 200 bekommen. Da kommt gerade wieder Geil. einer an Land, Micha. Warte. Oh, hier ankert sich einer bei mir. Wo ist er? Haben die hier ein Explosionsfass? An der Nee. Leiter? Nee, ist Kacke. Okay. Bin mal auf der Weit White. ist der eine schon, Flo, weißt du das? Ich sehe den nicht mehr, der ist taub halt. Ja, ich Kann bin sein, hier dass noch. es auf unsere Tryhard wieder geht. Oh, die haben die Tür offen gelassen. Ich bin bei denen an Deck. Bei wem? Bei der White Pearl. In der Base einer bei uns, im ersten Stock. Da komme ich nicht hin, der ist jetzt zu weit weggefahren. Ein bisschen schlau hat er das doch gemacht. Ja, ich sehe ihn hier unten. Ich versuche mal, deren Bett kaputt zu machen. Hast du ihn? Jawohl, das war der, den ich gehittet habe. Was? Frag mich nur, ob der jetzt irgendwie. Da ist wieder einer in der Base. Ist er? Erste Etage, lootet gerade. Soll ich den das Bett kaputt machen oder soll ich versuchen mal wegzufahren? Was ist denn das? Bett kaputt ist geil. Oder. Bett kaputt und dann wegfahren. Ist besser. Den, er hangelt sich hoch, Flo, komm zu dir.
Bei mir am Schiff, Simon? Oder? Nein, bei dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Es ist in der Base. Ich bin auf dem Schiff, Mann. So. Ich schieße die ganze Zeit vom Schiff ab. Ich mache halt nur einen Damage, ne? Ja gut, der lootet halt da jetzt komplett in Ruhe. Nee, kann er nicht. Er hängt da auf halb 8, als wenn er Error hat. 9 oder so. Er sieht, dass ich hier bin und weiß nicht, was er machen soll. Ey, das ist zu weit weg. Ich komme da nicht hin. Das ist... Das haben sie jetzt wiederum schlau gemacht, die Wichser. Ach, hier kommen ja auch an keine Kisten ran. Da ist alles verschlossen. Ich weiß nicht, ob ich das Bett schaffe, ne? Wahrscheinlich falle ich vorher tot um. War das der oben war, Micha? Nein, glaube nicht. Der kam auf einmal angerannt und irgendwie Blatt gemacht. Oder? War das? Ich kann es echt nicht genau sagen, glaube ich. Ich weiß es nicht, Flo. Was ist mit dem Typen? Er läuft hier im Kreis und denkt, ich treffe ihn nicht, Junge. Gleich nicht kassiert. Wow, was war das? Ich werd beschossen hier. Er hat mich mit seinem Ankerhaken runtergezogen. Er hat mich am Ankerhaken, Mann. Während ich Flo. Er hatte mich am Ankerhaken. Er ist hinter mir hochgegangen. Fuck, Alter. Ich wusste, ich habe irgendwas gehört, aber ich wusste nicht, dass er hinter mir hochgeht. Noch 600 to go. Du hast das Bett kaputt. Hast du schon 400 gemacht? Nee. War, glaube ich, schon angeschlagen. War auf 700 oder 800 nur. Ja gut, aber bringt ja nichts, wenn du eigentlich vom Atlas hinweg das wegmachst. Wer macht ja eigentlich nichts? Außer uns looten wahrscheinlich. Ja, eben. Looten, ja. Das war, ich weiß halt nicht, wo sein Steuerrad ist. Machen wir gleich mal gucken. Und dann werde ich einfach erstmal den Anker. Ach, kann ich ja gar nicht, ne? Oben ist er noch mehr, ist ein Stock weg und dann ist mit. Den lasse ich nicht wegnehmen. Der Kollege kommt da nicht weg. Dann können die so schön headshotten jetzt, wenn wir was hätten. Ich habe gar nichts mehr jetzt. Ich kann nur noch auf der Imperator oder auf der Tryhard kommen. Das ist der einzige Bett. Ich will nicht, dass er wegkommt, Alter. Das Problem ist, ich kann nicht nach hinten weg. Waren auf der Tryhard und kommen mit runter zum, rüber zum anderen Schiff. Box doch jetzt kein Bett kaputt, Mann. Hau ab, Alter. Dauer viel zu lange. Die sind ja nur noch feiern da. Für die Scheiße da. Ja, ja. Mit denen. Wann haben die denn angefangen zu raiden? Wisst ihr den, ne? Bei 3 Stunden. Jetzt hauen die ab, oder was? Ja, das Einzige, was mich stört, ist, ich will diesen einen Typen haben. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Da kann er ja theoretisch nicht. Da steht das ein Riesenschiff. Der springt da runter, warte du. Jetzt hol ich dich. Du kommst nicht weg. Mach ihn tot, Micha. Hau ihm richtig den Arsch. Ja, ich muss nur wissen, da hat er mehrere Mücken. Mann, du beschissener Elefant, Alter. Nie bewegt das Ding sich, ne? Aber dann. Ich weiß nicht, wo der hinter abhaut. Da oben ist er. Meint dieser Elefant nicht ernst, oder? Doch, das meint er nicht ernst. Noch 300 AP. Da oben ist er irgendwo drin. Oben, erster Stockwerk, da hat er sich irgend so eine Fähigkeit gegeben. Mit dunkel, diese Sicht da, diese scheiß Sicht hat er sich gegeben. Und da reingucken kann, wo die wertvollen Sachen sind. Ja, und das für ein Hack. Runtergesprungen. Hat er schon geklaut. Mann! Mann! Der zieht auch noch weg, Junge! Ich krieg einen Brechreiz mit dieser beschissenen Elefant. Ja, mach doch mal Wandern deaktiviert. Meine Güte. Oh, Wandern deaktiviert. Er fliegt bis rüber zu seinem Schiff von da aus, Alter. Naja. Wo war es ja auch da? Bis zu Rock. Guck mal, das ist der, war der Rock You gewesen, der gelootet hat. Ganz in Ruhe. Hey, die haben zusammengespielt. Ist er da? Ich box noch auf seinem Bett. Er ist auf dem Schiff jetzt. Jetzt ist er wieder da, ja. Ach, der andere ist auch weitergefahren. Achso. Yep. Versuche ich ihn mal zu treffen. Oh, ich bin aus seinem Schiff und fahre mit ihm mit. Mach weiter das Bett, mal weiter. Oder fahr in deren Base und guck dir die mal an. Hab ich auch schon gemacht. Den sie ankommen. Er hat sich mitgenommen. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was mich getötet hat, aber ich bin direkt umgefallen. Rebasserisch. Aber ja, wo hat denn der sein Scheiß... Ich hab nicht mal gesehen, wo der gesteuert hat. Ohne Flachs? Ich hab keine Ahnung, wo sein Steuerrad war.
Hätte ich mal lieber sein Bett kaputt gemacht. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätte ich den Typen übrigens umgehen können, aber er musste sich ja dazwischen stellen. However, das war die Base. Oh, das war sie, Mann. Das war sie, aber ein Gutes hat's ja. Ich dachte, da kommt doch nichts mehr. Naja, aber ich meine, guck mal, was jetzt mal ganz ernsthaft, was haben wir verloren? Wir haben unser ganzes Gold, wir haben unsere Schiffe und unsere Werften, was wichtig sind. Was Mythos haben sie halt mitgehen lassen, ne? Nee, denke ich mal, die 2000. Nein. 4000 im Elefanten, die habe ich gerade aufgehoben. Echt? Ja. Hast du die gesaved, oder? Aber dieses Mythos ist ja ist auch nicht wertvoll, das Mythos. Ja, erstmal nicht, aber vielleicht später. Du weißt ja nicht, wie wir handeln können. Going to Outlaw next. Okay. Wir raiden einfach mal die ganzen Inseln ab, ne? Was für Eiermaler. Ja, das Ding ist ja, hier sind wirklich, das wussten wir ja gleich, ein gefundenes Fressen, ne? Flachland. Wussten wir ja, dass das hier keinen Bestand hat. Jetzt hast du ja gesehen, wie sie aufgefahren haben, ne? Jetzt kommen sie nicht eine, jetzt kommen sie mit drei Schiffen angefahren. Oh, jetzt sagen natürlich klingelt das Telefon wieder. Das war der Sonntagsauftrag. Boah, ja, was sagst du, Flo? Wie kriegen wir es jetzt hin? Wir müssen nur eins schaffen, eine neue Insel, eine neue Fahne stellen, mehr nicht. Ja, das siehst du ja schon. Sobald die unseren Namen sehen, kommen sie wieder. Ja, das wissen wir ja nun auch. Aber darum dreht sich das ja auch nicht, dass sie wiederkommen. Top Left B3. Back on track. Wir müssen nur eins schaffen. Wir müssen eine Fahne auf eine andere Insel stellen, möglichst oben auf so einen Berg rauf, Ende aus Nikolaus. Das ist eigentlich unser Ziel. Dass wir hier weg mussten, das war doch klar. Alles kaputt, Alter. Die weiße Fahne passt wirklich, Alter. Oh, scheiße. Ja, Mann. Friede. Oh mein Gott, ey. Aber man muss sagen, auch wenn die das nicht juckt, ne, mal so ein Tiger 130 und ein scheiß Drachen, hier, diesen Dinosaurier und was die alles verloren haben, ne? Aber die haben investiert. Mehrere Tiger haben die ja verloren. Überleg mal, was die investiert haben, Alter. Die Base hier kaputt zu kriegen. Und wir haben noch alle Tiere, ne? Die sind hinten noch. Das Ding ist ja einfach nur, wären wir von Anfang an da gewesen, hätten die das nicht geschafft. Ja, weil ich wäre da dauer auf dem Schiff raufgeflogen, die ganze Zeit. Jetzt konnte ich ja nicht mal mehr richtig laufen hier. Vor allen Dingen da, wo sie sich hingestellt haben, sag mal schnell, wo sie schön zusammenspielen, ne? Das ist schon. Ist schon cool. Nee, aber. Sag mal schnell, es wäre halb so viel los gewesen, wenn ich rechtzeitig an den Mörsern gestanden hätte. Das hat ja schon gelangt, dann hätte er da vorne stehen können und wir die weggeballert. Hätte ich immer die Mörser da aufgestellt werden, dann hast du ja alle Möglichkeiten, aber warum ist das perfekte Timing, ne? However, was willst du machen? Mensch, da wird noch ein Stoffhemd über, wenn er mit uns fertig ist. Na. Mein Tiger ist auch komplett im Arsch. Der kann gar nicht mehr. Das Einzige, was wir jetzt halt machen könnten, wäre, hinterher. Mit den Schiffen einfach schnell abfahren. Problem ist, wenn wir rausfahren, ich weiß ja nicht, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, ihr habt ja, wie hinterherfahren, die umliegen? Nein, Mann, abhauen. Das ist ja, der Schlüssel. Zum Wegfahren brauchen wir ein bisschen Geld mit. Und, ja, unser Plan war ja eigentlich, wir müssen uns jetzt eine Insel suchen, die besser ist wie der Scheiß hier. Das wäre ein Quadrant neben uns und das ist ungefähr. Von der Entfernung her denen auch scheißegal. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie so eine Gebirgsinsel finden. Da, wo sie halt nicht mehr mit den Schiffen rankommen, ne? Da bist du safe. Wenn sie dann müsste. Wie wird sich Raiden hier eine 24.000er Wand mit einer Pika genannt? Tja. Bisschen was konnte ich hier oben noch von saven, aber nicht viel. Hier ist noch Munition. Die haben halt nur alles kaputt geschossen, was Kanonen hatte, ne? An dem Vorposten ist halt alles weg. Aber NPCs hätten wir auf jeden Fall noch hier. Ja, die NPCs ist alles scheißegal. Also sind alle noch auf dem Schiff drauf, ja. Joa. So, lass Joa, mal. Ne? So, der Streamplan ist heute ausgefallen. Vor allen Dingen, ich denke so, ich spawne rein und denke mir so, scheiße, ich muss euch helfen und stehe in dem verschissenen Käfig mit Handschellen ohne Inventar. Ja, ich habe vorher Rüstung angehabt. Du musst den Leuten aber auch sagen, dass du immer wie ein Penner da seit einer Woche rumschläfst in meinem Zuhause und das mag ich nicht. Habt ihr mein Inventar wenigstens irgendwo weggelegt gehabt oder habt ihr mich einfach abgeknallt und einfach da reingekesselt? Ja, einfach da reingezogen. Warum ist denn mein ganzes Zeug dann weg? Also ich habe ja auch noch ein bisschen, soll ich das in den Elefant packen?
Also ich habe halt hauptsächlich Munition für Kanonen und sowas, ne? Und explosives Hass habe ich noch. Das ist alles uninteressant jetzt. Das juckt alles gar nicht, oder? Das Erste, was wir machen müssen, ist eine neue Insel suchen. Naja, genau. Na, hätte ich jetzt da mitgenommen, den ganzen Kram. Ja, das ist unwichtig, das brauchen wir nicht, wenn wir eine neue Insel haben. Wir brauchen ja erstmal eine Insel, Kollege. Der Rest ist doch sowas von Banane, Gruppe. Ohne zu Hause, wie wir so ein. Wo wir die, wenn wir jetzt nochmal aufbauen, dann wollen wir ja nicht wieder das machen, damit sie in 3 Minuten damit 22 Schiffe kommen. Sondern dann solche Nummern wie wir sind irgendwo safe auf dem Berg oder so. Eine haben wir uns ja rausgeguckt. Das muss aber jetzt. Ja, das ist zu nah dran. Wir sehen Altersheim. Oh, dann fahren wir da gleich wieder hin. Ja, aber mit der Pikacke hast du nicht geradet. Das ist ja das Ding. Du brauchst ein Schiff dafür. Das kann auch direkt neben denen sein. 100 Meter neben denen. Kommst du trotzdem nicht ran. Sobald die nicht mit dir ganz an die Berge rankommen, ist alles gut. Wenn du da oben drauf eine Base hast. Ja, wollen wir mal rüber da fahren, die Insel angucken oder was? Das ist die Frage. Ob wenn wir jetzt die Tryhard fahren, da einfach mal mit rüber, nehmen uns ein bisschen Gold mit, dass wir zur Not die Fahne stellen können. Das ist ja wichtig, dass wir dann auch handeln können. Oder, ne? Und dann fahren wir da kurz rüber. Ja, so, was wir das doch machen und fertig, ne? Was anderes fällt mir auch gerade nicht ein. Ich würde sagen, so die beste Idee ist einfach die, ne? Haben die eigentlich alle Tiere jetzt nochmal weggemacht? Haben fast gar nichts an Tiere weggemacht. Unsere Tiere haben ja lange gehalten. Ja, nee, ich frage ja nur, weil ich sie nicht sehe. Ich hatte was. Wer läuft denn hin zu dem Tierdings da? Du, Flo? So, da weiß ich den Namen nämlich nicht. Wem sehe ich genau den Namen nicht? Ja, mal mitgucken. Nein, die haben keine Tiere weggemacht. Vielleicht ist einer gestorben von den 300 Tigern, die wir gemacht haben. Weil ich ja da noch 2 Tiger und einen Wolf weggebracht hatte und ich dachte, die sind jetzt alle tot, weil ich ja keinen mehr gesehen habe. Die habe ich alle dahin hingebracht. Ich habe sie alle dahin gelockt, ich habe den 130er Tiger dahin gelockt und habe den Fight da ausfahren lassen. Und dann habe ich doch hier oben meine Buckelgewehre und habe ich gedacht, dass die ihn runterschießen. So, und das eine Buckelgewehr hat es ja nicht geschafft hier. Oh. Ach hier, ja, hier ist das Ganze so. Hier, das Buckelgewehr sollte ihn eigentlich abballern. Ich dachte, er schießt in den Kopf, der schießt das auf ein Tier, Alter. Das war ein bisschen schlecht. Ja, deswegen habe ich ihn hier gelockt. Ja, lass einfach einen Abgang machen. Das ist das Beste, was wir machen können. So, scheiß drauf. Nimmt jeder noch einen Tiger mit zur Not, dass wir da schnell. Scheiße. Nehmen wir mal einen Dachlader mit. Hauptsache, wir haben was. Nimm du dir deinen mit. Und dann. Den Rest könnten wir da in den Stall reinpacken, ne? Ja. Auch selbst davon, dass sie nicht weglaufen, ne? Laufen wir eh nicht. Warum sollen sie weglaufen? Ey, wenn sie wieder angegriffen werden, meine ich. Ey, was mich wundert, ist mein Stier, ne? Der Kogenian, Junge, hat überlebt. Er hat so eine Power. Der hat Level 83 bekommen. Der hat 3 Level Ups bekommen. Der war am Ende. Das musst du überlegen, das heißt, er hat richtig hart reingehauen. Hier ist stärker wie. Guck mal, hier siehst du auch, was er aufgesammelt hat. Er hat losgelegt. Naja, gut, Abgang. Ja. Du kriegst sie da nicht raus. Ich hatte, glaube ich, noch einen hier im Tier drin. Warum weiß ich gar nicht. Warte mal. Guck mal, mein Tier rein, kann es sein? Ist einer drin oder war er bei dir? Ja? Oh, warte mal ganz kurz. Gleich wieder da. Ja, also soll ich die ganze Munition für die Kanonen und alles wegschmeißen, ja? Pack das hier gleich rechts in den Schrank. Da drin ist ein Schrank, da kannst du alles machen. Okay. Wenn ich da mal. Wow, hier ist ja richtig was los. Reicht schon. Ich bin am Schrank dran, ne? Junge, hat er meinen Tiger platt gemacht? Das stimmt, der, den Micha meinte. Welchen suchst du denn? Butz. Butz? Ja, der rennt ja hinterher, ne, oder? Ja. Ah, ne, da ist anderen aktiviert. Ja, der ist soll ich, ja. Soll ich alle Tiere da reinparken? Hier ist Baby 2. Na, hier, den Arschaufreißer hätte ich gerne, warte. Ja, Leute. Was denken die denn? Was denken die von uns? Unsere Mauern sind gebrochen, aber unser Herz nicht. Wir drei halten zusammen. Und wenn ihr mit noch ein Zornerschiffen kommt, wir hören nicht auf. Wir kriegen. Jetzt wollen wir sie haben.
Ne, Kuba? Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist er heiß, ne? Und schnell. Mit uns nicht. Ja, es musste ja so kommen. Und wie sonntags? Wie habt ihr gemacht? Einmal letzte Woche hatte ja nur einen Ausfall. Das wurde ganz schnell korrigiert. Da kamen sie gleich mit zwei. Da kamen sie gleich zu zweit, ne? Hier ist Wutz, ich hab ihn gefunden. Das ist doch nicht geplant. Hier mittendrin ist er, Flo. Ja, den hab ich gerettet aus der Bucht. Wutz, der war am Arsch gewesen. By the way, Dosa hat sich gestern bei mir gemeldet. Der hat sich das Spiel gekauft. Bei seiner Leitung musste er jetzt, glaube ich, er sagte, 3,5 Wochen runterladen. Dann ist er auch bereit und wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn Dosa mitmacht. Hat uns gestern ein bisschen zugeschaut, haben wir mal wieder gequatscht. Und vorgedessen kann der nächste Stream hoffentlich mit Dosa denn. Hat einer meinen anderen Titel, wie ist denn der? Gary? Wo ist der? Der ist genauso wichtig wie uns. Er ist ein Bild von Tigern, Alter. Ja, weil das die Starken sind. Junge, weißt du, wie das anstrengend das hier ist, diese scheiß Viecher zu zähmen?